Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 Stay Human. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein Dankeschön an alle, die meine letzten Videos bewertet haben. Ja, wir machen weiter mit. Kommt mit nach draußen. Keine Ahnung, was die will. In der letzten Folge haben wir ein paar Abtrünnigen die Fresse poliert. Und jetzt gucken wir mal, was heute ansteht. Wo hast du so kämpfen gelernt? Auf der Straße. Auf der Straße, als Bürger? Ich hatte keine andere Wahl. Auf der Straße? Fragst du dich nicht manchmal, was die uns gegeben haben, dass wir so geworden sind? Stärker? Nein, eher durchgeknallt. Aber ja, durchgeknallt und stärker. Vielleicht finde ich das raus, wenn ich Mia finde. Was kommt als nächstes? Du hast es ja gehört. Roe weiß wahrscheinlich, wie man an diese verdammte Datenbank rankommt. Hier, bring ihm diese Befehle. Verlier sie bloß nicht, sonst wird Jack mich ausweiden. Was ist mit dir? Ich komme nach, aber zuerst muss ich mich um Frank kümmern. Du hast ihn gesehen. Der hält nicht mehr lange durch. Ach komm. Was ist mit diesem Roe-Typen? Kennst du ihn? Roe? Ich kenne ihn verdammt noch mal zu gut. Er ist ein guter Commander und ein beschissener Hitzkopf. Aus irgendeinem Grund sagen die Leute, wir hätten viel gemeinsam. Einmal hat Jack seinen Trupp an einen Ort geschickt, der sich als Dark Zone entpuppte. Die Leute gerieten in Panik. Und wahrscheinlich hätten sie es nicht mehr daraus geschafft. Aber Roe blieb cool. Bringt alle dazu, sich zurückzuziehen. Und fängt plötzlich an, mit einem Stock gegen ein paar Fässer zu schlagen, um die Wichser anzulocken. Es war ein selbstmörderischer Plan. Aber das Wichtige war, es war ein Plan. Das brauchen Soldaten, um wieder klar denken zu können. Wenn die Night Runner noch immer existieren würden, hätte Frank ihn sicher rekrutiert. Also, Frank, nicht gerade die verlässlichste Hilfsquelle. Du weißt nicht, wovon du redest. Er war ein Night Runner. Selbst wenn er jetzt nicht mal mehr den Namen richtig sagen kann, wenn er betrunken ist. Sind die Night Runner nicht Schnee von gestern? Die Geschichte kann sich wiederholen. Zum Guten und zum Schlechten. Legenden aber nicht. Sag, was du willst. Ich glaube, wenn die Zeit kommt, falls die Zeit kommt, wird Frank zur Stelle sein. Wer weiß. Vielleicht lädt er mich sogar in seinen Club ein. Jack, der Commander. Vertraust du ihm? Jack Matt? Er ist ein schlauer Kerl, aber etwas selbstverliebt. Was meinst du damit? Naja, er ist zum Beispiel nur Major, nennt sich aber selbst Commander in Chief. Aber er gab uns Rose Standort und eine Chance, das GIE-Terminal zu finden. Der Rest ist mir egal. Okay. Gut. Fang mit Calvert Island an. Die PKs haben dort einen Außenposten. Lawan, du solltest wissen, dass ich in Old Villador mit Aether aneinander geraten bin. Ich habe das Windrad der Peacekeeper in die Luft gejagt und wir mögen uns nicht besonders. Hast du Angst, dass sie rausfinden, was du gemacht hast? Hast du nicht gehört, was Jack gesagt hat? Mach mal langsam. Niemand hier hat Kontakt zu Old Villador. Und selbst wenn es jemanden gäbe, bis dahin haben wir längst gefunden, wonach wir suchen. Und bleib die ganze Zeit im Funkkontakt. Klar, Kollegin. Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt bei dem, was sie da geschwafelt haben, zu 90% überhaupt nicht zugehört. Mir ist eher durch den Kopf gegangen, was mit Mia sein könnte. Weil die hat ja auch so, ja, so ein Serum bekommen, ne? So ein halber Winter Soldier Captain America Schrägstrich Hulk Move. Und ich frage mich halt, weil die ja noch jünger war, das noch krassere Auswirkungen hatte bei ihr. Also weil ich meine, sie war ja auch länger bei Waltz. Und da Waltz ja so eine Mutter. Bis auf die Leute, die du abknallst. Die werden nicht mehr in der Lage sein, sich darum zu Schnauze, einfach Schnauze. Also, ich meine, Mia war ja länger bei Waltz. Und da Waltz ja sein Serum oder sein, was auch immer er sich da gespritzt hat, so krass verbessert hat, dass er jetzt solche Mutationen aufweist, denke ich mal, dass Mia eine ähnliche Mutation haben wird wie die Tante von Dying Light 1. Bei der Following.
fuck. Das war nicht geplant. Aber egal. Damals halt eine Jagd. Ach ja, genau. Ach, guck mal an, wir sind schon da. Moin Moister. Lieutenant Rowe, ich habe Befehle vom Commander. Ich bin nicht Rowe. Er ist mit seinem Trupp nach New Dawn Park gezogen. Ich bin Lieutenant Grady. Toll. Ich schätze, dann muss ich weiter. Wovon redest du? Zeig mir diese Befehle, mein Sohn. Ich soll sie Rowe persönlich übergeben. Und ich bin Rowe, wenn Rowe nicht hier ist. Das nennt man Befehlskette. Gib her. Tu's nicht. Oh, Kind. Was machst du denn da für Sachen? Was zum Henker? Hat der Commander gesagt, warum wir uns ins Stadtzentrum zurückziehen? Er schien nicht besonders darauf aus zu sein, mir irgendwas zu erklären. Ich bin nur der Bote. Also gut, Jungs. Packt zusammen. Befehl vom Commander. Rückzug. Wir dürfen zurück zur Basis. Was tun wir? Wir verlassen diesen Außenposten? Hinterfrage mich nicht. Du kannst dich hier draußen nicht unter Meyers Rock verstecken. Ihr lasst uns im Stich? Was sollen wir machen? Wir sind wehrlos. Los, bewaffnet die Überlebenden und dann abmarsch. An eurer Stelle würde ich ihnen eine Menge Waffen geben. Die Abtrünnigen haben ein Rollkommando zum Fischauge geschickt. Sonst noch irgendwelche schlauen Ideen, Zivilist? Nur eine Frage. Wo finde ich Roe? New Dawn Park, wie schon gesagt. Weiß nicht, ob sie schon da sind. Bring ihm das hier und sage ihm, dass ich mich drum kümmere. Besser du als ich, Kumpel. Roe wird richtig ausrasten, wenn er das liest. Und ich bin hier, um Leben zu retten, nicht um meins zu verlieren. Ja, danke für den Tipp. Drecksschweine. Wir haben doch keine Chance. Es tut mir wirklich leid, Civi, aber wir haben unsere Befehle. Ihr könnt uns nicht einfach zurücklassen, wenn die Abtrünnigen... Oh, nee. Also wirklich, dieses Gelaufe muss aufhören, ey. Ich meine, du machst in diesem Spiel nichts anderes als Kilometer weit zu laufen, damit du wieder zwei, drei Zeilen zu hören bekommst von der Story. Und das geht mir tierisch auf die Nerven. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Abtrünnigen das Fischauge angegriffen haben. Sie haben ihre Lager, klar, aber der Schlechter hat das Fischauge noch nie angegriffen. Selbst er hat die Nightrunner respektiert. Ich habe also keinen blassen Schimmer, was in seinem Kopf vorgeht. Der Schlechter. Erzähl mir mehr über ihn. Der Colonel. Er ist der Anführer der Abtrünnigen. Er gab den Befehl, die Stadt mit Chemikalien zu tränken. Damals sind meine Eltern gestorben. Das tut mir leid. Mir nicht. Ich habe meinen Vater einmal in meinem ganzen Leben gesehen. Und wenn meine Mutter etwas gut konnte, dann war das Saufen. Sie hat mich verlassen. Okay, alles klar. Weißt jetzt Bescheid, ne? Ja, toll, da hoch. Uff, oh. Lass mich in Ruhe, bitte. Hey, ich suche nach Lieutenant Rowe. Hast du ihn gesehen? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Ich habe Befehle von Major Matt. Lieutenant Grady sagt, er sei hier. Ist schon okay. Wo ist euer Trupp und der Commander? Wir haben gerade das Lager aufgeschlagen, als Abtrünnige uns angriffen. Rowe und die anderen, sie haben ein paar erwischt. Dann jagten sie die abhauen wollten. Was ist mit dir? Konnte nicht mithalten. Und hab den Kontakt zu ihnen verloren. Dann griff mich eine andere Gruppe an. Was machen die hier? Die Abtrünnigen haben unsere Stellung im Zentrum nicht angegriffen. Oh, Scheiße.
Vorsicht! Versteck dich! Fahr zur Hölle! Sicher! Schon auf dem Weg! Nicht wahr, Gentlemen? Schnappen wir ihn uns! Versteck dich, die wissen, dass der da drin ist. Gute Nacht. Wo ist denn der Nächste da hinten? Hallo? Ach, als ob. Oh Mann. Hey, alles sicher jetzt. Du kannst rauskommen. Also, wo ist Row? Das Lager sollte dann oben auf dem Hoteldach sein. An der Kreuzung zum Newell's Drive. Hinten am Gebäude ist eine Seilwinde. Dort kannst du hoch. Wenn sie noch nicht zurück sind, kannst du sie dort finden. Danke. Wenn du es alleine zurück zur Base schaffen kannst, geh dorthin. Und lass dich nicht wieder in eine Kiste treiben. Ah, und wieder laufen. Ach komm, Helden, ernsthaft. Noch ein bisschen looten noch, bevor das Video vorbei ist, hm? Kein Scheiß Lavendel oder Kamille. Davon habe ich genug. Ernsthaft. Was ist denn das jetzt? Hä? Alles klar. Wieso auch nicht? Nein, ich mache jetzt keine Herausforderung. Kannst du knicken. Och, Aiden. So, jetzt legen wir uns mal kurz hin. Wo ist denn das Bettchen? Da ist das Bettchen. So. Alles klar. Da braucht jemand dringend seinen Snickers. Was soll denn das sein, der Impfstoffbehälter? Naja, gut. Ach, das soll hier sogar sein. Nope. So. Wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Hey, was war das jetzt gerade? Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.